living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose. Schönen guten Morgen aus dem schönen Norwegen. Hinter mir oder hier geht gerade die Sonne auf. Wir haben hier einen schönen Parkplatz mit wunderschöner Aussicht gehabt heute Nacht. Wir sind gerade am Weg zu den Lofoten. Somit ein kleiner Stopp. Der Weg vom Nordkap zu den Lofoten auf einen Sprung zu lang wäre. Somit haben wir uns heute einen schönen Parkplatz gesucht gehabt. Und ich glaube, es ist ganz schön. In den Lofoten werden wir nachher wieder mehr wandern. Jo, was ist denn Mozart? Was denn? Mozart? Mozart? Was? Was ist denn? Was? Mozart? Ja, wo wurde ich gerade unterbrochen? Wir sind am Weg zu den Lofoten und machen jetzt nur noch einen kleinen Stopp. Du gerade Fotos umkopieren auf die Festplatte und Videos. Somit warten wir noch, bis das fertig ist und dann geht unsere Reise weiter nach Tromsø und Richtung Lofoten. Und in Tromsø werden wir noch Sommarøy besuchen und dann werden wir dort ein wenig wandern und dann schauen wir mal. Leute, wir sind in Tromsø. Hinter mir die Eismeerkathedrale. Und das ist eine Stadt ziemlich weit im Norden. Ich glaube, darüber liegt eigentlich nur noch Hammerfest und dann das Nordkap, also von den größeren Städten. Und ja, wir besuchen jetzt nun ein bisschen Tromsø und dann werden wir weiter nach Sommarøy fahren. Das ist hinter Tromsø und dann schauen wir uns weiter Norwegen an.
Willkommen zurück. Moritz und ich befinden uns gerade in Tromsø, hinter uns die alte Kirche aus Tromsø. Tja, was ist Tromsø? Tromsø ist eine alte Expeditionsstadt in der Arktis. Von hier aus haben viele Expeditionen gestartet und wir befinden uns gerade in der Altstadt. Hinter mir so ein paar ältere Häuser und es ist eigentlich ganz schön. Leider einige Baustellen und ich bin langsam drauf gekommen, warum die norwegischen Autos so laut sind. Die norwegischen Autos sind nämlich so laut und das ist auch ein Problem, das ihr vorher bei der Kirche gehört habt. Alle Autos oder fast alle Autos haben Spikes drauf und diese Spikes auf Asphalt sind verdammt laut. Somit tut mir leid, wenn manche Videosequenzen etwas laut von der Umgebung sind. Das liegt daran, dass die Autos hier leider Spikes benutzen. Kann man nicht anders machen. Können wir nur aushalten. Glaubt mir, vor Ort ist es noch viel lauter. Aber für den Winter und für Eis ist das leider notwendig. Haben wir schließlich am Nordkap schon gesehen. Somit schauen wir uns weiter die Altstadt an. Wir sind ein wenig herumgegangen. Die Stadt ist prinzipiell sehr schön, aber auch sehr touristisch. Es ist hier wirklich teilweise alt neben neu, also wirklich diese typischen alten norwegischen Häuser, neben modernen Plattenbauten oder weniger modernen Plattenbauten. Auch gibt es sehr viele Baustellen, so wie hier gerade. Ich weiß nicht warum, aber so viele Baustellen, was es hier im Norden gibt, so viele können gar nicht fertig werden. Also keine Ahnung, was die Nordländer vorhaben. Moritz und ich marschieren nur zurück zum Auto und dann machen wir uns ein Abendessen und dann geht es nach Sommerreu auf. Was natürlich ebenfalls zu den touristischen Dingen gehört, ist natürlich auch die touristischen Preise. Also die Stadt ist nicht gerade günstig. Also es steht Restaurant an Restaurant, aber trotzdem geben sich die Preise nichts. Es gibt hier auch viele kleine, ein paar kleinere Imbissbuden auch, aber unter 20 Euro für ein Gericht kaum möglich. Somit sind die Preise auch dementsprechend an die Touristen hier angepasst. Ist zwar etwas schade, aber ja. Moritz und ich werden uns irgendwo mal etwas ländigeres suchen, wo mehr Einheimische sind und nicht so viele Touristen. Ich glaube, das ist besser als hier auf einer Touristenstraße. We'll be right back.